Jetzt beim Sonnenuntergang ist das Licht einfach am schönsten. Und da macht es mir auch am meisten Spaß, in die Ferne zu blicken. Und zwar mit meinem neuen Testobjekt, Alpenoptix. Epix heißt das Teil. Wenn du wissen willst, was dieses Teil kann, bleib dran. Hallo und willkommen aus der Rheinland-Pfalz. Schön, dass du dabei bist. Da ist es nun, dieses Teil hier. Alpenoptix Epix 10x42. Ein etwas schwereres Fernglas. Warum? Weil es auch einen Entfernungsmesser mit eingebaut hat und auch einen Winkelmesser. Das heißt, ich mutmaße, dass das ein typisches Jägerteil ist. Klar, das heißt, dass du zum Beispiel Alpenoptix tatsächlich die Distanz abmessen kannst, dass du auch den Winkel abmessen kannst, damit du dann halt beim Schießen weißt, wie weit du vorhalten, drunter zielen oder sowas machen musst. Das Teil habe ich seit kurzem sehr schön verarbeitet, aber etwas schwer. Also das ist jetzt nichts, wo ich sage, das nehme ich einfach so zum Wandern mit oder einfach zum Vogel beobachten. Ich glaube, dass das wirklich etwas ist, was tatsächlich für Jäger gemacht und erdacht ist. Wenn man so reinschaut, ja, da siehst du diese, ich weiß nicht, wie man das nennt, diese Kugeln halt, diese Kreise, die sind sehr, sehr schön rund. Ich habe mir erklären lassen von einem Optiker, dass das ein ganz wichtiger Aspekt ist. Wenn die nämlich irgendwie eckig sind oder zerfranst sind, dann ist das Glas minderwertig. Ich gebe da unten den Link auf das Teil. Ich meine, natürlich kostet es ein bisschen was, aber im Vergleich jetzt zum Beispiel zu anderen, ich habe vor kurzem in Griechenland die Ehre gehabt, durch ein Swarovski durchzuschauen, auch mit so einem Entfernungsmessteil. Da haben wir durchgeschaut, um die Schiffe draußen, ganz draußen, da fahren ganz weit, also die sieht man mit freiem Auge eigentlich fast gar nicht mehr, fahren große Containerschiffe durch. Die hört man nicht, die sieht man auch nicht, außer mit dem Fernglas. Und Swarovski ist halt schon, ist gut, ist wirklich gut. Da kann dieses Teil nicht 100%ig mit, aber eins sage ich da auch, ich schaue ja andauernd durch Gläser durch, ich habe ja auch unterschiedlichste und hier auf Waldolabadee ist das auch relativ einfach, ja, an jedem Fenster steht ein Fernglas und wir schauen immer wieder raus und da ist es so, das Teil da hat eine echt geniale Auflösung, wenn ich das jetzt mal so nennen darf, also Schärfe, auch am Rand, ja, auch am Rand, wenn du reinschaust, ja, ist auch scharf, nicht ganz so scharf, wie wir das jetzt bei Swarovski zum Beispiel. Ich habe jetzt mit anderen, ich habe ein Leica-Glas, Zeiss habe ich nur Monokulare, das ist schwer zu vergleichen. Aber ist gut. Und mir kommt auch vor, dass in der letzten Zeit, in den letzten 5 Jahren, die Optiken immer günstiger werden und immer mehr können. Klar, Top-Markenhersteller im Premium-Plus-Segment, da brauchen wir nicht drüber sprechen. Aber jetzt so für den Standard, dass das eigentlich eine deflationäre Wirkung hat hier. Ja? Du kriegst für dein Geld immer bessere Leistung. Ja? Mal was anderes, ja? Mal in die andere Richtung. Und da gehört dieses Alpenoptik-Teil auf jeden Fall mit dazu. Also es taugt mir. Was mir auch sehr gut gefällt, ist das Einstellen, also die Schärfe einzustellen. Da hast du ein richtig schön fettes Rad und das ist aber genau so eingestellt, dass es nicht und es dreht sich schon und hat sich die Schärfe wieder verstellt. Ich stelle mir das nämlich so vor, du sitzt am Hochstand und schaust da raus und denkst, okay, jetzt schauen wir mal und stellst da alles ein, dass es scharf ist. Oh, noch immer kein Viech da. Stellst das hin, oh, Handy ein bisschen WhatsAppen, weiß ich nicht, oder sonst irgendwas, oder den wunderbaren Ausblick genießen, ich weiß es ja nicht. Ich kann mir beides vorstellen. Es wird die Jäger geben, die das eine oder das andere machen, wie dem auch sei. Und dann, hey, halt, da ist er jetzt, vielleicht was, schauen wieder raus. Und wenn sich dann durch leichtes Berühren dieser Fokus verstellen würde, diese Schärfe verstellen würde, dann wäre das unangenehm, weil dann muss ich erst wieder einstellen. Also das ist mal schön. Auch der Dioptrienabgleich lässt sich sehr gut einstellen. Und sitzt auch fest, also auch das kann sich nicht so locker einstellen. Ich kenne da auch Optiken, die das nicht können. Ja? Oder ich habe von, ich glaube, die heißen Hensoldt.at, Abverkaufs-Bundeswehr-Gläser. Und da ist eines dabei, da magst du einmal so und es verstellt sich alles. Also das ist nicht gut, das haben wir hier nicht. Gut, es ist aber auch Neuware. Einstellen diese Okularteile hier für Brillenträger lassen sich auch stufenweise einstellen. Also nicht nur rein, raus, sondern auch durch die Drehungen gibt es hier insgesamt 4, also 1, 2, 3, 4 Positionen, ganz genau.
ja, dass du den Augenabstand einstellen kannst. Liegt sehr, sehr gut. Und hier hast du eben diese Funktion mit dem Entfernungsmesser. Weiß ich nicht, ob du das brauchst, aber eines kann ich dir sagen. Da kommt dann auf dem rechten Teil hier, das ist relativ hell. Also wenn du im Dunkeln oder 42er Objektiv, also ist jetzt nicht etwas, wo ich sage, das ist das totale Nachtglas, aber ist in der Dämmerung auch ganz gut, schon ausprobiert hier auch, das ist alles schön. Aber wenn du das in der Dämmerung einstellst, dieses Entfernungsdingsbums, dann haust du rechts das Auge so raus, das glaubst du, das siehst du nichts mehr. Das ist schon recht hell. Das ist auch heller, meiner Meinung nach, als bei Swarovski, aber trotz alledem, ja, was willst du? Ja, was willst du? Das ist halt auch ein Preisunterschied. Das Glas, wo ich durchgeschaut habe, mehr beobachten vom Besitzer des Hauses, vom meeresurlaub.at, von Fritz, da ist es so, das ist einfach, ja, das hat kostet aber auch, ich habe dann nachgeschaut, das kostet 3 Blauscheine, also 3000, 3K, da bin ich da, aber da kann ich mir 12, 13, 14 davon kaufen. Daher, das muss man natürlich auch ehrlicherweise dazu sagen, aber man kann nicht immer gewinnen. So, dann habe ich hier, kann ich hier durch zweimaliges, also einmal einschalten, zweiter Druck, siehst du dann, hast du dann den Punkt, misst du, also bis darüber auf unsere, auf 700, na 600, na das sind 680 Meter kann ich noch messen. Ich glaube, dass der eigentlich 750, 718, ja, das ist aus. Also 725 Meter ist das weiteste, was ich hier messen kann. Danach hört er auf. Ich glaube, dass der auf 750 Meter geht und auch den dazugehörigen Winkel nach unten und nach oben. Sehr, sehr schönes Glas. Aber vom Einsatz her, ich möchte es noch einmal sagen, das ist einfach extrem schwer. Das heißt, das ist nichts, wo ich sage, oh, da gehe ich jetzt den ganzen Tag wandern. Ja, das glaube ich nicht, das wird dein Genick mitspielen, sondern das ist halt wirklich etwas zum Beobachten für die Jagd, mutmaßlich jetzt einfach aufgrund dieser Entfernungsmessgeschichte. Und ja, ist ganz nett. 10x42, ich werde es jetzt in den Langzeittest nehmen und dann noch einmal berichten. Aber mir taugt das. Das ist jetzt das erste Fernglas, das ich habe. Mit integrierten Entfernungsmesser. Ich habe eigene Entfernungsmesser, die ich fürs Bogen- und Armbrustschießen brauche. Aber jetzt einmal ein Fernglas mit eingebauten Entfernungsdingsi ist schon ganz cool. So, jetzt muss ich weiter tun. Ich muss nämlich weiter tun. Weißt du warum? Weil bei meinem Akku-Pack da jetzt von Presser schon langsam der Strom aus ist und dann die Kamera nicht mehr geht. Also, schreib mal einen Kommentar, ob du Alpenoptics kennst und wie du dazu stehst und wofür man so ein Entfernungsmesser noch brauchen kann. Das würde mir irrsinnig taugen. Übrigens, wenn du mich und meine Arbeit unterstützen willst, gebe ich dir natürlich auch den Link zu unseren Messern und all den Geschichten. Und natürlich zu dem da. Und das war's. Dann René Hossmann und Waldurlaub.at. Ich genieße jetzt noch weiter den Sonnenuntergang.